Ich finde es sehr sinnig, hier, der Winterzauber. Es erinnert mich auch an meine Jugend. Und zwar sind wir als Buben, ich bin in der Sagerei vorne aufgewachsen, sind wir mit dahinter gegen Eiszapfen abgeschlagen. Macht man heute natürlich nicht, wenn es nachher am Abend so schön beleuchtet wird. Es ist super gemacht. Danke. Es ist ein Traum. Also das kann man gar nicht in Worte fassen. Phänomenal. Ich kann es nicht beschreiben. Man muss es gesehen haben. Und darum komme ich wieder. Also ich tue jetzt vor allem für mich, und ich privat fotografiere. Es ist sehr interessante Sache, so mal in der Beleuchtung Eis zum Fotografieren. Ja, ich eigentlich auch noch, wo so ein bisschen in die Natur rausgehen und selbst auch auf Kinder und Familie würde ich es empfehlen, so zu gehen. Ja. Wir geniessen hier die schönen Farben, die tolle Beleuchtung. Der Wasserfall, den man vielleicht nicht unbedingt das ganze Jahr sieht, oder? Auch wenn man hier in Wetzig wohnt, ist man nicht oft da hinten. Also ich auf jeden Fall nicht. Und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit. Ja. Man trifft sich auch wieder ein paar Leute da. Mir gefällt es gut, denke ich. Jedem, der Freude hat an der Natur, an einer Gewalt, wie man da hinten sieht. Und ja, das würde ich jedem empfehlen. Auch Familie mit Kind, selbstverständlich. Das ist sicher ein eindrückliches Beispiel. Ja. Ja, ich denke mal den Wasserfall anschauen und die Umgebung anschauen. Das ist eigentlich immer schön, wenn man so ein bisschen gerne in der Natur ist. Rerotex heisst für mich Qualität für alle Arten von Bodybuilding. Rerotex ist sehr ein innovativer Betrieb. Profi mit langjähriger Erfahrung und Know-how auch im Detail. Das ist einfach cool. Es hat das erste Mal seit manchem Jahr wieder mal richtig Eis. Und es ist gigantisch. Es ist gigantisch. Ich bin richtig stolz, ein Oberländer zu sein. Das ist der Anlass, kennt man doppelt. Das ist Winterzauber. Man fängt am Freitag an, am Abend um 8 Uhr. Man hat dann noch den Samstag, wo man am 4 Uhr anfängt. Und jetzt neu am Sonntagmorgen, ab 9 Uhr bis um 2 Uhr. Da machen wir ein Frühstück für die Leute, die durchlaufen, am Frühshoppen mit Dixie-Musik und Country. Wie ihr gesehen habt, es ist voll. Wir wollen die Tradition leben lassen. Das ist schon mal sicher ein primäres Ziel. Also ich bin der Mozart von der Ivo Raudis. Ich habe letzten August, September Wind bekommen, dass der Winterzauber nicht mehr weitergeführt werden sollte. Ich habe das mit meinen Jungs besprochen, an einem Meeting. Und nach ein paar gute Gespräche haben wir gefunden, das ist etwas, was wir machen. Und heute sind wir Sonntag nach dem Winterzauber und ich bin mega, mega glücklich, dass wir das geschafft haben und dass wir dermassen zusammengehalten haben und bin stolz auf uns. Ich bin hier am Unterstützen von der Ivo Raudis und mache es mega gerne und wenn ihr die Möglichkeit habt, das nächste Jahr machen wir es wieder, kommen schauen, es ist ein Besuch wert. Also ich bin der Basti, ich bin Sergeant Arms beim Ivo Raudis MC Highlands. Und ich war heute zuständig für die Infrastruktur, für den ganzen Aufbau vom Zelt und für die Elektronik und dass die Heizung läuft und dass alles warm haben und kuschelig. Ich gebe gerne das Wort an Tony.
Werte Besucher von Wetzikon zu dem Winterzauber, begrüßen Sie ganz herzlich noch zu den paar kurzen Worten, die ich an Sie richten tue. Rock the snow, rock the ice, rock the Eve weekend. Es ist wie immer schön und heimelig und wir sind hier gut aufgenommen und unter Freunden, so muss es sein.